Mit einem deutschen Triumph endete in der Nordic Arena von Dobrach der OPA Continental Cup 2013 die zweitwichtigste internationale Langlaufserie nach dem Weltcup. Bei den Männern gewann Franz Göring die Gesamtwertung der allgemeinen Klasse, während sich bei den Damen Monique Siegel durchsetzte. Bei den Junioren gingen hingegen die Gesamtsiege an den Franzosen Clément Paris und an die Australierin Francesca Baudin. Über 200 Athleten aus 20 Nationen waren in Doblach am Start, darunter auch ein Dutzend Südtiroler. Von den einheimischen Spitzenlangläufern fehlten nur die Weltcupfahrer Clara Nöckler-Hofer-Morickel und Deborah Agreiter. Für das beste Ergebnis sorgte der 25-jährige Gröner Jean-Marty Kostner, der im Prolog den ausgezeichneten vierten Platz belegte und das Podium um nur 9 Zehntelsekunden verpasste. Es war dies sein bestes Saisonergebnis. Im Vorjahr hatte Kostner an 2 Weltcup-Sprints teilgenommen, heuer lief es hingegen nicht ganz nach Wunsch. In der Endwertung des Opa-Cups reichte es gerade mal zum 57. Gesamtrang. 2010 hatte Jean-Marty Kostner diese Serie sogar gewonnen. Bin halbwegs gut in der Saison gestartet und dann Januar, Februar habe ich ziemlich nachgelassen gehabt. Jetzt zuletzt, die letzten Rennen, habe ich wieder ziemlich gute Rennen gemacht. Es gibt sicher Motivation für nächstes Jahr weiterzumachen und weiter probieren. Und heute ist es gut gegangen, das sieht man, wenn es gut geht, dann ist man dabei und dann macht schon eine Freude. Auch David Wieser kam heuer nie so richtig auf Touren. In Doblach war der 33. Platz beim Prolog sein bestes Ergebnis. Dem 25-Jährigen aus Glurns, der in der Jugend als eine der großen einheimischen Hoffnungen galt, gelang es bisher nicht, sich international zu behaupten. Er wird in den nächsten Wochen entscheiden, ob er überhaupt noch weitermachen will. Im nächsten Jahr müssen wir schauen, was wir dann hängt noch davon ab, wir jetzt die letzten Rennen laufen und auch entscheiden nach Ende der Saison. Wesentlich erfolgreicher war die heutige Saison für Matteo Tanell. Der noch 19-jährige Pranzoller sammelte in Doblach einen 6., 8. und 11. Platz in der Altersklasse unter 20 Jahren. Tanell nahm vor 2 Monaten auch an der Juniorenweltmeisterschaft in Liberec teil, wo er 4 Rennen bestritt und über 10 Kilometer Freistil der beste Italiener war. Habe ich einfach eine gute Form gehabt und dann habe ich das genutzt und habe ich gute Rennen gemacht. Die restlichen Südtiroler bei den Junioren, Lukas Beer, Alex Oberbacher, Stefan Zelger, Sonny Stauder und Matthias Beer erreichten Platzierungen zwischen dem 20. und dem 35. Rang. Besser macht es bei den gleichaltrigen Damen die Grönerin Elisa Kaslatter. Die 20-Jährige wurde bei den 3 Rennen in Doblach einmal 14. und zweimal 15. Überhaupt konnte sich heuer Kaslatter bei den internationalen Juniorenrennen konstant unter die besten 15 platzieren. In der allgemeinen Klasse war mit Barbara Antonelli nur eine einzige Südtirolerin am Start. Für die 26-jährige Bozenerin, die schon 2006 in Aosta ein Weltcuprennen bestritten hat, reichte es zu 3 Platzierungen um Rang 20. In der Gesamtwertung des Opa-Cups wurde Antonelli 26. Wenn es nach dem Willen der Veranstalter geht, dann soll diese Langlaufserie auch in den kommenden Jahren in Doblach abgeschlossen werden. Heuer klappte alles wie am Schnürchen, dafür hat auch die neue Rennleiterin, die ehemalige Biathlon-Weltklasse-Athletin Nathalie Santer, gesorgt.